Mit dem Turmblasen eröffnete am Montagnachmittag der Blasmusikverein Carl Zeiss Jena den Weihnachtsmarkt im Herzen der Saalestadt. Und auch wenn die Temperaturen weit im Plusbereich lagen und der Schnee fehlte, so gelang es doch schon, eine weihnachtliche Stimmung zu schaffen. Dicht gedrängt versammelten sich die Menschen vor der großen Bühne. Der Grund dafür war 4 Meter lang und wog gute 40 Kilogramm. Als dann der Weihnachtsmann vor Ort war, konnte zusammen mit Jenas Bürgermeister Frank Schenker und dem Team der Stadtbäckerei der traditionelle Stollenanstich beginnen. Jeder wollte da ein Stück abhaben von diesem weihnachtlichen Backwerk, welches übrigens 90 Minuten in der Herstellung benötigt und dann aber 6 Wochen reifen muss. Seit über 10 Jahren sorgt die Stadtbäckerei dafür, dass man in Jena so in die Adventszeit starten kann. Der älteste Weihnachtsmarkt des Freistaates hält nun bis einen Tag vor Heiligabend wieder viel für Groß und Klein bereit. Mehr als 100 Stände erwarten die Besucher auf dem historischen Marktplatz und dem Eichplatz. Neben Geschenkideen und weihnachtlicher Dekoration lockt der Markt natürlich auch wieder mit verschiedenen Gaumenfreuden. Nicht nur die Bratwurst vom Grill, sondern auch der Glühwein gehört hier dazu, der aber bei richtigem Winterwetter dann wohl doch etwas mehr Spaß macht. Täglich von 10 bis 21 Uhr hat der Weihnachtsmarkt im Herzen Jenas nun seine Tore geöffnet.